Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu Prey. Wir sind hier gerade in der Vorstandsetage unterwegs und können leider nur nicht zu LXU rein, weil wir da keine Schlüsselkarte haben. Können wir das irgendwie hacken? Warte mal, untersuchen. Ne, okay, das kann man auch nicht hacken. So, jetzt müssen wir nur noch mal eben an dem Technopathen da vorbei. Weil mit dem möchte ich das jetzt... Kann ich das überhaupt aufmachen hier oder was? Ne, den konnte ich da nur scannen. Ich bin weg. Tschüss. Yippie. So, dann gehen wir zurück ins Arboretum und hoffen, da auch mal nochmal so einen Refabrikator zu finden. Hier ist keiner, ne? Das sieht man auch irgendwo hier. Fabrikator meine ich natürlich nicht. Refabrikator. Das ist ja völliger Quatsch. In der Küche ist einer. Ich könnte jetzt hier durch die Küche gehen. Will ich durch die Küche gehen? Nee, ich gehe jetzt ins Arboretum. Ich fahre jetzt ins Arboretum. Kann ich hier nochmal mitnehmen? Oh, eine angerauchte Zigarette. Oh, das wollte ich nicht mitnehmen. Eine angerauchte Zigarette wollte ich mitnehmen. Und noch eine angerauchte Zigarette. Warum rauchen die eigentlich nie zu Ende? Das ist mal eine gute Frage. Das ist nix. Haben wir hier noch was im Müll? Zerknittertes Papier, das nehmen wir auch mit. So, ja. Ich möchte bitte gerne ins Arboretum. Jetzt geben wir noch einen kleinen Ladebildschirm mit. Ich hoffe übrigens, dass ich es schaffe, die Folgen alle 2 Tage rauszuhauen. Ich muss gestehen, ich kann Prey nicht lange am... Ich kann ja eh nie lange am Stück aufnehmen. Aber Prey, da sind meistens nicht mehr als 2 Folgen drin. Vielleicht, wenn es gut läuft, mal 3. Aber bisher in der neuen... Seit das Let's Play wieder läuft, sind es immer nur 2 Folgen, die ich am Stück schaffe. Deshalb hoffe ich, dass ich das schaffe, dass es weiterhin alle 2 Tage rauskommt. Falls es mal nicht kommt, bitte seid mir nicht böse. Es geht auf jeden Fall weiter. Ich will es jetzt auch zu Ende spielen. Aber seid mir nicht böse, wenn es dann doch vielleicht mal 4 Tage keine Folge gibt. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ja, du kannst mir auf jeden Fall helfen. Blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts Lebensbedrohliches. Vielen Dank. So, ja, mach ich. Alles wieder gut. Sehr gut. Was ich ja mal gucken wollte nach Neuromods. Ja, wir haben erst 3. Okay, wir könnten jetzt hier noch Stoffwechselboost, wohlgenährt Bonus und die Gesundheit wird erhöht. Das ist ja natürlich auch nicht verkehrt. Hier könnten wir jetzt nur noch das nehmen. Ja, Rohrzangenangriffe mache ich so gut wie nie. Ausdauer könnten wir erhöhen oder wir sparen jetzt einfach mal Neuromods. Einen Service-Fragebogen an Empfang ausfüllen. Ja, ja, mache ich. Ich glaube, wir sparen uns das erstmal. Hallo, schön, Sie zu sehen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Oh, keine Munition mehr. Scheiße, da habe ich auch keine Munition mehr. Guten Tag, Talos. Vergessen Sie nicht die wöchentliche Sicherheitsinspektion Ihrer Trackstar-Uniform. Wenden Sie sich dazu bitte ans Maschinenlabor. Achso, da muss ich jetzt zerlegen. Okay, wir haben es einigermaßen überlebt. Das ist ganz, ganz, ganz gut. Und da ist, glaube ich, so ein Technik-Operator, der uns auch gleich nochmal heilen kann. Kommen Sie wegen eines Termins? Auf jeden Fall ein Medizin-Operator, den können wir auf jeden Fall nochmal befragen. Kannst du mich gerade nochmal heilen? Sie hatten wohl einen harten Tag. Ich hatte wirklich einen harten Tag, vielen Dank. Das ist alles nur Medizin-Operator hier, ne? Schade. Alles wieder gut. Sie können einen Service-Fragebogen an Empfang ausfüllen. Nein, das ist auch nötig. Da haben wir immer noch keine Schlüsselkarte. Oh nein, was ist das denn? Oh nein, es ist schon wieder so ein Kack-Albtraum. Nein, 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 nein. Au, 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 au. Hallo, darf ich mal gerade ruhig, bitte? Danke. Dankeschön. Ah, was denn hier los? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah. Scheiße, warum ist da jetzt so ein Albtraum-Ding? Da komme ich doch... Oh nein. Da komme ich doch niemals vorbei. Warum ist denn da jetzt alles respawned? Und wir haben da auch so wenig Munition. Du Scheiße. Wo bist du denn? Heim, hallo.
Diagnostiziere oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Mädchen nicht heilen könnte. Danke. Wir nehmen mal die Disruptor-Pistole. Alles erledigt. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Ihr Feedback ist von unschätzbarem Wert. Wenn man wissen will, wie etwas funktioniert, muss man es erledigen. Guten Tag, Carlos. Die Sicherheit an Bord obliegt unserer aller Verantwortung. Bei Sorgen und Fragen wenden Sie sich an sicherheit@transtar.talos. Ja, schreiben wir alle mal eine E-Mail hin, würde ich sagen. Ich habe sie gefunden. Hallo, Mimik. In der letzten Folge habe ich noch gesagt, Nahkampfangriffe nutzen wir eh nie. Also Rohrzangenangriffe. Scheiße, jetzt die Frage, wie komme ich denn jetzt an diesem Albtraum da vorbei? Ich schätze überhaupt nicht. Ja, dann hängen wir jetzt hier fest. Scheiße. Warte mal. Habe ich irgendwelche Verwandlung. Ich kann mich in irgendwas verwandeln. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das geht. Steht das irgendwo, wie man das nochmal macht? Vielleicht könnte ich mich in irgendwas Kleines verwandeln. In eine Kaffeetasse oder so und dann an dem vorbei robben. Müsste ich nur irgendwas finden, in das ich mich verwandeln kann. Ich warte mal gerade, bis seine Agro-Anzeige... Das ist irgendwas da, ne? Ist hier nicht irgendwie eine Kaffeetasse oder so? Irgendwas, in das ich mich verwandeln kann? Warte, er steht gerade nicht vor der Tür. Ich mach mal gerade hier ein Schnellspeichern. Was macht der da? Leave me alone. Leave me alone. Ah! Den hätte ich ein bisschen abgehängt. Scheiße. Nein! Oh Mann! Wie soll ich denn da jetzt... Wie soll ich denn da vorbeikommen? Wie soll ich denn da vorbeikommen, verdammte Scheiße? Ich habe ja auch kaum mehr Munition. Hallo, schön Sie wiederzusehen, Doktor. Kommt er auch hier rein? Scheinbar Hallo. Nicht. Schön Sie zu sehen. Hallo, wo bist du? Kannst du mich mal gerade heilen? Wo ist der Medizin-Operator?
ich schleiche mich mal ein bisschen. Ich glaube, der ist hier, ne? Der macht hier irgendwas, aber trifft mich damit nicht. Warte mal, habe ich irgendwas zu essen dabei? Hier, Big Bang Bonbon. Das kann ich nicht essen. Bananen haben wir noch. Zufall Dimsum. Einfach mal so ein bisschen essen gerade hier. Aalsülze, lecker, lecker. Anti-Rats brauche ich nicht. Sonst haben wir nichts zu essen, was uns irgendwie... Doch, Kaffee. 5 Gesundheit. Bier. 1 Gesundheit heilt Furcht. Nee. Das wollte ich jetzt nicht. Ach, du Scheiße. Wir können ja mal hier mal gucken. Aufpralldämpfer. Verringert Zusammenschnitt bei Schwerelosigkeit. Die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit beim Schleichen. Ich habe noch 2 freie. Das installiere ich mal. Schaden durch Laserangriff. Ich habe keine Ahnung, was Laserangriffe sind. Ich installiere das einfach mal. Psychoskop-Chipsätze. Da habe ich nichts mehr frei. Verringern die anfänglichen Kosten. Verringert die Zeit. Verringert die Psy-Kosten. Okay, das hilft uns gerade noch nicht so wirklich weiter. Die Frage ist halt, ich weiß nicht mehr. Wir bleiben jetzt einfach mal kurz hier stehen und warten. Der verschwindet ja nicht, oder? Despawnt der, wenn ich jetzt hier die 2 Minuten warte? Es tut mir sehr leid, aber vor allen Dingen mit so wenig Munition, die wir haben, komme ich gegen so einen Kack-Albtraum, komme ich da nicht an. Wir müssen jetzt leider mal kurz ein bisschen warten hier. Erzählt mir doch mal von eurem Tag in den Kommentaren jetzt in 1,5 Minuten. Ihr habt jetzt 1,5 Minuten Zeit, einen schönen, ausformulierten, korrekten deutschen Satz zu schreiben. Und ich freue mich dann, ihn zu lesen, wenn ihr diese Folge gesehen habt und es kommentiert habt und die Folge erschienen ist. Das muss natürlich zuallererst mal passieren. Es ist auch nur noch 1 Minute 15 jetzt gleich. Jetzt ungefähr. Und das kriegen wir auch noch rum. Ich würde jetzt gerne den Medizinoperator aber gerade mal bitten, mich zu heilen. Aber noch haben wir den Wohlgenährt-Bonus. Das heißt, wir heilen uns eh noch ein bisschen selbst. Ich finde Prey echt super, aber diese Albträume, ich habe keine Ahnung, was das ist und ob man die überhaupt irgendwie besiegen kann. Vielleicht, wenn man sehr, sehr gut ist, also A, sehr gut geskillt von den Neuromods her und auch sehr gut geskillt vom eigentlichen Sein her, dann kann man das vielleicht schaffen, aber halt so für jemanden wie mich, ich komme gegen so einen riesen Albtraumvieh, komme ich nicht an, aber wir haben es gleich geschafft, noch ungefähr 30 Sekunden. Das schaffen wir. Und ich hoffe, ich weiß es leider nicht mehr, aber ich hoffe, er despawnt dann, weil sonst weiß ich echt nicht, wie ich hier weitermachen soll. Ich kann es dann noch ein paar Mal versuchen, da irgendwie vorbeizurennen oder so. Aber das hilft ja auch nicht viel. Also klar, hilft viel, wenn ich einmal vorbei bin, aber da sind halt auch noch Mimics draußen. Und da ist auch noch dieses Phantom, dieses Galvanik-Phantom und ein Äther-Phantom. Habe ich, glaube ich, auch gesehen durch die Untertitel. Also, das ist schon ein bisschen... So, Albtraum 0... Der macht aber immer noch, ne? Der hört nicht auf gerade. Ich gehe mal kurz nach unten. Vielleicht hört es dann auf. Aber was ist das hier eigentlich? Medizinoperator. Komm mal runter. Komm mal runter, bitte. Was macht er denn da oben? Da braucht ihn doch keiner. Jetzt die Zeit abgelaufen und das Ding ist immer noch da. Das geht nämlich nicht weg da, die Zeit. Guck mal weg. Oh Gott, okay. Okay, jetzt ist es weg. Ziel abgeschlossen. Ja, sehr schön. Ist der jetzt weg? Ich speichere mal gerade. Okay, jetzt haben wir natürlich noch die Phantome draußen. Wir haben noch 10 Schuss für die Schrotze.
Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Okay, lass mich mal bitte gerade. Wo war denn eigentlich der Aufzug? Der war gleich auf der anderen Seite. Na, hallo? Ich glaube, jetzt haben wir eins weniger. Scheiße, ich muss dringend mal ein Medipack nehmen. Medipack. Und habe ich keine Munition mehr. Die Waffe offline, was soll das denn heißen? Scheiße! Mann, was ist denn gerade in diesem Bereich hier los? Überreste entdeckt. Morgan Yu, ja. Was ist denn gerade in diesem Bereich hier? Okay, wir versuchen mal, das Kämpfen bringt ja gar nichts da. Okay, ich probiere, mich vorbei zu sneaken. Das Phantom. War ich hier eigentlich schon? Gestiftet von William Yu, alles klar. Oh. Hier war ich noch gar nicht. Okay. Ich weiß nicht mehr, was die Taste für schnell speichern ist. Ich mache das jetzt mal so. Ja, das ist nur ein böser Traum. Ich bin gar nicht da, das ist nur ein böser Traum. Mich hier vorbei natürlich nicht. Hallo. Oh ne, nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Aber vielleicht bin ich jetzt gerade erstmal los. Wir müssen da irgendwo. Wo sind denn diese blöden. Diese blöden Aufzüge? Hallo, ich bin weg. Tschüss. Hallo, darf ich mal bitte gerade? Was? Ah, ich dachte, dafür hätte ich den Code. Hallo, geh doch mal weg. Ich dachte, dafür hätte ich den Code. Scheiße. Scheiße. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Ich dachte, wir hätten den Code für diesen Lift. Oh, fuck. Okay, an dieser Stelle bin ich leicht gefrustet und beende mal diese Folge, diese Aufnahmen. Immerhin haben wir jetzt ich speichere mal richtig, den Albtraum erledigt. Wir müssen dann nur gucken, wie wir da weiterkommen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Es tut mir sehr leid, aber ich bin gerade ein bisschen gefrustet. Ich muss jetzt mich irgendwie beruhigen. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich bei Prey. Macht's gut. Tschüsschen.